Ganz verschiedene Persönlichkeiten und es gibt aber zwei Anliegen zu dieser Ausstellung, zwei besondere. Das eine ist, dass viele dieser Persönlichkeiten, die hier dargestellt sind, Stücke von Kitzbüheler Geschichte und Identitäten erzählen. Es gibt also zusammengenommen eine Art Kitzbüheler Identität. Wenn man an Leute denkt oder an eine Persönlichkeiten wie die Maria Hofer, die hier in einer Büste zum Beispiel dargestellt ist, oder an legendäre Wirte, wenn ich dieses Kapperl hochhebe, dann wissen einige ältere Kitzbühler sofort, wer gemeint ist, nämlich der Anton Hechenberger, der auch in einem Porträt, in einem kleinen Foto dargestellt ist. Ich setze jetzt, kann jetzt nicht widerstehen, kurz muss ich das aufsetzen. Also das, danke fürs Mitbringen an seine Schwiegerenkelin, so sagt Frieda Hechenberger. Und das ist also damit verbunden, diese Kitzbüheler Geschichte, Kitzbüheler Identitäten. Das ist das eine. Und das zweite Anliegen dieser Ausstellung, da ist dann auch der Kurator Dr. Helmut Oehler entsprechend ganz natürlich im Vordergrund, ist der kunsthistorische Aspekt, nämlich zu zeigen, wie diese Aufgabe, den Menschen zu porträtieren, sein Inneres hervorzukehren sozusagen, im Laufe dieses 20. und 21. Jahrhunderts, über diesen Zeitraum spannt sich die Ausstellung, gelöst worden ist. Und das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Wir schauen jeden Tag andere Menschen an, hoffentlich. Immer so ganz sicher und machen uns dann ein Bild. Künstler, Maler, Bildhauer, Fotografen schauen auch Menschen an. Sie schauen andere Menschen vielleicht intensiver an. Sie setzen sich mit dem Gegenüber auseinander und schaffen dann Menschenbilder. Und von diesen Menschenbildern sind Sie jetzt umgeben. Dr. Sieberer hat es schon erwähnt, jedes Objekt, jedes Ausstellungsobjekt hat einen Kitzbühelbezug. Ich bin kein Kitzbühler, es war mir aber doch wichtig, dass das eine Ausstellung ist von Kitzbühlern für Kitzbühler. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Skulptur, mit Bilder, Skizzen, Porträts. Es ist, glaube ich, sehr treffend, wenn wir von Menschenbildern sprechen, von Persönlichkeiten, die das Stadtleben in der jüngeren und in der älteren Geschichte geprägt haben. Auf der einen Seite und vor allem von Menschen auch, die gerade durch ihren Kitzbühelbezug etwas Besonderes darstellen. Das ist auf der einen Seite der künstlerische Wert der Kunst selbst, also der Skulpturen bzw. der Bilder, auf der anderen Seite aber auch die Geschichte jedes Einzelnen. Ja,